Dermot Kennedy outnumbered. Es ist 20 vor 12. Und was kommt da immer? Alle haben Angst. Oh ja. Was es wohl heute gibt. Nee. Heute nein. Evrens krasses Mittagessen. Ja. Guten Appetit. Es ist gar nicht so krass angeblich. Was ist es? Nee, heute ganz normal. Ich habe heute dabei eine Porree-Quiche. Eine Quiche mit Lauch und... Ich habe da noch mit reingemacht, statt dem Gouda. Ich hatte zu Hause nur Gruyère. Oder wie sagt man auch auf Schweizerdeutsch? Kreize? Kreize. Raclette-Käse so. Ist das. Oh, aber da hast du Glück, dass es Schweizer Käse war. Wenn es Mönchengladbacher Käse gewesen wäre, hätte ich gesagt, Schweizer ist okay. Schweizer ist absolut okay. Das sieht man im Fußball auch. Ja. Fußballspiele gegen Schweizer, das ist absolut okay. Da kann kommen, wer will. Aber aus NRW bitte nein. Also aus Gladbach auf gar keinen Fall. Ja, aber ich finde, das ist... Weil die Leute immer sagen, die Verunsicherung und so, man soll doch nicht... Ich finde es ja gut, dass man Maßnahmen ergreift, um uns alle zu schützen vor dieser schnellen Ausbreitung, aber dann doch bitte konsequent. Das ist ja genau das, was verunsichert, ne? Das hier so ja, und da hier alles, so, ja. Da so. Also irgendwie, also wenn ich das richtig verstanden habe, heißt es ja, dass Schweizer Fußballfans nicht so ansteckend sind wie Gladbacher Fußballfans. Ich glaube, das ist sogar auch wissenschaftlich erwiesen, dass der Schweizer Coronavirus sich anders verhält als der aus NRW. Ja, wir haben dazu einmal einen Schweizer Epidemiologen befragt. Ja. Und der sagt, ja, der Schweizer Virus... Ja, Urs, erzähl. Ja, danke, Evren. Danke, Heidi. Der Schweizer Virus ist einfach viel zu langsam. Ja, es ist wirklich so, dass wenn der gerade schon am Überspringen war, ist der andere schon weggerannt. Richtig. Also man kann im Fußballstadion davon ausgehen, wenn sich ein Schweizer Virus auf einen Eintracht-Fan überträgt, dann dauert das so lange, komm auf den Pump an. Dass das Spiel vorbei ist. Deswegen, das ist die einzige wissenschaftlich denkbare Erklärung. Absolut. Ja. Ich finde auch vollkommen nachvollziehbar. Hätten wir das auch geklärt, ja. Nicht? Bei uns sind Sie da einfach top informiert. Grüezi. Man kann es nicht mehr sagen. Grüezi. Ja. Bis nachher, Evi. Ja. Bis nachher.